Grüezi und Servus zu Bloodknives. Heute geht es vielleicht um das kleinste Bowie der Welt. Oder das größte Bowie der Welt. Wir schauen uns die zwei Prachtstücke dann ein bisschen genauer an. So, wir wollen uns jetzt mal das anschauen. Wir haben hier zwei Bowies von unterschiedlicher Größe, wie angekündigt. Das könnte das kleinste und das größte Bowie der Welt sein. Betonung auf könnte. Falls ihr noch kleinere kennt oder noch größere, das würde uns wirklich interessieren. Tut es mal unten in die Kommentare rein. Aber nur von den Größen her, dass man es auch noch benutzen kann. Nicht 4 Meter Bowie. Ich weiß, das gibt es noch eins in, wo ist denn das? Arizona, glaube ich. Aber wir gehen jetzt darauf ein, auf das kleinste Bowie. Schauen wir uns zuerst das kleinste an. So, ich zeig's mal hier so. Warte mal, so. Sieht man es? Ja. Das ist das kleinste Bowie. Welche Maße hat denn das Teil? Zuerst mal darauf eingehen, dass das eine kleine Lederscheide hat. Witzig, hä? Schaut euch das mal an. Das ist ein Holzgriff mit kleinen Nieten dran. Und hier ist eine klitzekleine Lederscheide. Da, super, hä? So, das ist das kleinste Bowie der Welt. Hä? So, welche Maße haben wir dann da? Wir wollen da mal drauf eingehen. Hä? Wir haben hier eine Gesamtlänge, Moment, das ist alles ein bisschen, ist halt so, von rund 7 cm. Also das, da, ist das wirklich so groß? Hätte ich nicht gedacht. Ja, 7 cm. Ja, das hier ist 7 cm in der Gesamtlänge. Klingenlänge hat es, ja doch, 4,5 cm. Das wirkt aber irgendwie kleiner, wie 4,5. Moment, ja, 4,5 cm, unglaublich. Ich zeig's nochmal, also sieht man es vielleicht, Moment, das ist ein bisschen kompliziert hier. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Ja. Da, 4,5 cm, so, ja, auf jeden Fall 4,5 cm und Klingenstärke sind wir hier bei rund 2 mm. Also unserer Meinung nach das kleinste Bowie der Welt. Aber super gut. Übrigens, das Ding ist scharf. Wir testen es jetzt gleich. Ja. Mann! Schatzi, genossen ist mir gegangen. Ich hasse diese Balken. Aua! Oh. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das Ding auch was schneidet. Wir da rein. Ich bin eh schlechter drin, aber. Ja, gut, schneidet. Also, tja. Also ein bisschen was tut's ja. Probieren es hier nochmal. Ich hoffe, man sieht es auch gut. Ja, schneiden ist jetzt übertrieben, aber es ist immerhin. Also super cool. So, wir gehen nochmals auf die Zahlen, Daten, Fakten ein. 7 cm Gesamtlänge, 4 cm Klingenlänge, 2 mm dick und keine Ahnung, 5 Gramm schwer, ich weiß es nicht. Aber jetzt kommt das große Bowie. Nicht so klein und schnickschnack. So, jetzt kommt das große, nämlich das Titan-Bowie. Aufmerksame Zuschauer wissen, das hatten wir schon mal. Jetzt haben wir wieder eins hier, aber es ist schon wieder weg. Und zwar hier, das Titan-Bowie. So, darf ich dir die riesen Lederscheide überreichen? Dankeschön. Ah, tschüss. Das ist schon, also wir sind hier. Klingenlänge. Wir machen es jetzt auch live. Hä? So, oh Gott, man muss da echt aufpassen, wenn man rumhantiert. So, ja. So, spitz rein. Achtung. Also so wackelige Sache. So, Klingenlänge 51,5. Gesamtlänge 71 cm. So, das ist eine andere Nummer. Klingenstärke, oh, hoppla. Wir sind hier bei einer Klingenstärke von, 9 bis 10 mm. Also das ist schon sehr stylisch. Ich muss jetzt nur noch zurückrollen. Übrigens, wir sind hier in einem Dachstock und hier brennt es voll drauf. Hier läuft die Soße nur so runter. Aber nichtsdestotrotz war es uns wichtig, dieses Video zu machen. Jetzt hier der Direktvergleich. Ich weiß nicht, sieht man eigentlich, dass geht das über meinen Kopf, Ding? Ja. Der Wahnsinn. Na Schnuffel, was hältst du von diesem Teil? Ein Monster. So, das ist das Monster. Okay, noch schnell die Klingenstärke zeigen. Einfach mal so, damit man es irgendwie... Oh Gott, das Ding ist schwer. Sieht man gut? Sieht man es gut? Ja.
Schaut euch mal diese Klingenstärke an. Also, boah, ich habe hier so ein Ding, ich kann eben, das Mikro steht auf dem Hoch, ein bisschen hoch, und da kann ich kaum nach vor. Also verzeiht mir das bitte. So, jetzt vergleiche mal. Größtes Bowie, kleinstes Bowie. Ich sehe da kaum einen Unterschied. Also, mein Arm fällt ab. Heieiei. So, ich versuche es mal hier, so. Ich hoffe, man sieht's. Das sind die zwei Bowies. Wie gesagt, hier haben wir über 50 cm Klingenlänge. Gewicht, wir haben es nicht gemessen jetzt. Die werden ja alle auch von Hand gemacht, vom Kukri-Haus in Nepal. Gewicht ist jetzt eine reine Schätzung. 2 Kilo locker. Locker. Also 2 Kilo schafft das Ding schon. Locker. Wenn nicht 2,5. Es ist schon super cool, hä? Also das ist das Titan-Bowie. Übrigens, wenn ihr ein bisschen mehr über das Titan-Bowie erfahren wollt, unten ist der Link, da könnt ihr drauf gehen, da seht ihr viele andere tolle Messer. Das hier ist unser größtes im Shop. Also 50 cm Klinge, über 50. Und das kleinste haben wir aber nicht im Shop. Das kleine da. So, ich versuche es nochmals zu zeigen. Zieht es euch rein. Es ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, sieht man es? Ja, sehr gut. Ein bisschen. Das ist da, ja, ein bisschen rüber und so. Das ist doch krass. Oh. Da kann man schön trainieren. Also, und 1, 2. Es gibt einen Bizeps. Und für einen Trizeps kann man auch noch was machen. So nach hinten. Oh, ich muss eine kurze Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, das macht richtig Spaß mit diesen zwei Riesendingen. Ich musste kurz meinen Arm entspannen. So ein Armheber braucht man für das Teil. Jetzt kommen sicher Leute, das braucht niemand. Ja klar, das ist super cool. Ich möchte es trotzdem nochmal schnell zeigen. Also natürlich, also sowas ist doch einmalig, oder nicht? Auf alle Fälle. Also das findet man nicht einfach überall. Das kann man nicht einfach nur so großes Bowie, da kommt sowas. Nee, sowas findet man wirklich selten. Und ich denke, es ist ein wunderschönes, einmaliges Sammler-Bowie, wo in jeder Bowie-Messersammlung einfach dazugehört, denke ich. Aber jetzt möchten wir was anderes anschauen. Ich lege das kurz da zur Seite. Das muss man vorsichtig machen. Gut, jetzt vergleichen wir kurz die Scheiden dazu. Für das meine reizende Assistentin. Danke, Schnuffel. Das ist die Lederscheide dazu. Und das ist die Lederscheide vom Kleinen. So, das ist der Vergleich. Also wir könnten, ja, sieht man es? Ja. Ja, das ist ein kleiner Firlefanz da. Das ist die Lederscheide dazu im traditionellen Kukris-Stil. Da drin ist Holz verarbeitet und schwarzes Leder drüber gezogen. Wenn mir das da reinfällt, finde ich es nie wieder. Das ist aber ein Vergleich. Also wir haben nochmals, ich möchte es nochmal sagen, 50 cm Klingenlänge, über 70 cm Gesamtlänge, und hier haben wir eine Klingenlänge von 4 und 7 cm, was ehrlich gesagt immer noch größer ist, als ich gedacht habe. Hier nochmal schnell im Vergleich zu, so, das ein bisschen nach vor, damit man auch die gesamte Größe sieht. Wenn das da reinfällt, nein, es fällt nicht durch. Ja, doch, es geht durch. So, so sieht das dann aus. Wenn man jetzt das Kleinste in die Lederscheide des Größten machen würde. Supi, hä? Supi. Gut. So, Abo, darf ich die dir zurückreichen? Danke, Schnuffel. So, hier haben wir noch das Puzon Wilderness Bowie. Wir möchten jetzt nicht nur das Extreme zeigen, sondern auch, ich sage, ein normales Bowie mit Kleinsten. Dann haben wir das da, hä? Ja, da auch schon sehr schick aus, oder? Ja, das ist übrigens das Puzon Wilderness Bowie. Auch das findet ihr unten in der Beschreibung und im Shop. Super cooles Bowie mit roten Linern. Ein bisschen Werbung muss sein. Okay, das ist mein absolutes Lieblings-Bowie. Ja, es gibt kein, meiner Meinung nach gibt es kein besseres. Aber das ist halt ein bisschen Geschmackssache. Ah ja, jetzt möchten wir auch das vergleichen. Das ist ein normales Bowie und das ist schon groß. Das ist schon eigentlich groß. Mit dem Mega-Bowie! So, ich muss das immer speziell halten. So, da sieht man es. Also das Teil passt komplett in die Klinge rein. Aber nicht komplett, hä? Warte mal. So. So.
So, was sieht man das? Ja. Super. Ja, das ist gut. Das sieht doch toll aus, hä? Das. Und wie gesagt, das ist kein kleines. Also für diejenigen, wo uns schon öfters angeschaut haben, wissen, dass das kein kleines Bowie ist. Wir sind hier bei einer Gesamtklingenlänge von rund 27 cm. Moment, ich muss das schnell, ich muss immer ein bisschen zurück und dann das da unten rein, weil man muss da ein bisschen. Das hier hat rund 27 cm Klingenlänge, also von der Spitze bis hierher. Also das ist Crocodile Dundee-mäßig. So, jetzt, das war uns jetzt sehr wichtig. Wir wollten das zeigen, weil es einfach lustig ist. Zum Abschluss noch kurz. Was haltet ihr davon? Habt ihr schon mal so ein großes gesehen oder so ein kleines? Schreibt es doch unten rein. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt mit Big vs. Small. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Schaut doch ein paar noch andere Videos von uns. Wir haben noch viele andere, wo übrigens das auch vorkommt. Wir verlinken es euch hier oben. Oder da. Da oben. Da haben wir übrigens drei große. Das Crocodile Bowie, das Rock Bowie. Das Crocodile Bowie hat 38 cm. Das Rock Bowie 46. Und das jetzt über 50 oder 51,5. Ja. Schaut es euch mal an. Würde uns sehr freuen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, bis zum nächsten Messer.